Einen wunderschönen guten Tag. Hier eine kleine Auswahl von gängigen Fragen zum Thema Kniegelenksersatzoperation. Die Frage ist einfach gestellt, aber schwierig zu beantworten. Denn die Statistiken, die wir zu Rate ziehen können, haben mehrere Probleme. Alle Altersklassen sind integriert, alle Operationsmöglichkeiten sind integriert, alle Implantate sind integriert. Das heißt also, es ist schwierig, eine pauschale Antwort zu geben. Wenn man es sich einfach machen möchte, eine Kniegelenksersatzoperation mit ganzem Kniegelenk, genannt Oberflächenersatz, sollte 15 bis 20 Jahre durchaus halten. Wenn der richtige Patient ausgewählt worden ist, hält der halbe Kniegelenksersatz genauso lang wie der ganze Kniegelenksersatz. Entscheidend ist die Indikation, denn für einen halben Kniegelenksersatz müssen Sie als Patient gewisse Dinge mitbringen, die nur wenige Patienten bei Arthrose mitbringen. Nämlich, Sie dürfen kein massives Übergewicht haben, Sie dürfen keine fortgeschrittene Osteoporose haben, Sie dürfen nur eine Seite Ihres Kniegelenks mit Arthrose betroffen haben, eventuell ergänzend noch hinter der Kniescheibe. Das ist bei der Entscheidung mit einzubeziehen. Und die wichtigste Entscheidung, die dazu kommt, Ihre Bänder müssen intakt sein. Alle Ihre Bänder, also auch das vordere Kreuzband. Wenn alle Bänder intakt sind, dann sind Sie ein geeigneter Patient und dann hält Ihr halbes Kniegelenk genauso lang wie ein ganzes Kniegelenk. Hoffentlich 15 bis 20 oder noch mehr Jahre. Nun, der stationäre Aufenthalt ist voraussichtlich circa eine Woche. Danach schließt sich eine Reha-Maßnahme an von circa 3 Wochen. Das heißt also 4 Wochen wären Sie im stationären Umfeld. Danach entscheidet sich letztlich Ihre Krankschreibung auch durch Ihren beruflichen Einsatz oder Ihr Alter. Wenn Sie dann ins häusliche Umfeld zurückgekehrt sind, sollten sich krankengymnastische Übungsbehandlung, gegebenenfalls Lymphdrainagen, ebenfalls fortsetzen, um Ihren Gesundheitszustand weiterhin zu verbessern. Ihr Beruf selbst ist durchaus ausschlaggebend für die Dauer Ihrer Krankschreibung. Ein körperlich belastender Beruf oder ein nicht körperlich belastender Beruf sind unterschiedlich zu bewerten. In einem körperlich stark belastenden Beruf können Sie 12 bis 16 Wochen arbeitsunfähig sein, bis Sie wieder voll einsteigen können. In einem weniger körperlich belastenden Beruf können es auch nur 6 bis 10 Wochen sein.